Ja, Kazooie ärgert mal wieder Banjo, also ist nichts anders. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Wir sind stehen geblieben in Mumbus Mountains. Wir haben im letzten Part schon ganz schön viel gesammelt, unter anderem so ziemlich alle Noten. Hälfte Puzzleteile haben wir, glaube ich, auch schon zusammen, ein paar Mumbus-Schädel und so weiter. Und im letzten Part waren wir hinten bei dem Schimpansen, wo wir schon durch das Löschen von Orangenfeldern ein Puzzleteil bekommen haben. Und da ist mir nochmal aufgefallen, dass hier oben doch tatsächlich der letzte Maulwurfshügel ist. Und weil wir Schimpi den Schimpansen ja füttern müssen, sollte das doch hier so die Lösung sein. Gegenfrage, wie komme ich da hoch? Hä? Seid ihr so blöd? Geht doch einfach. Was? Mir ist gerade von da unten noch was aufgefallen. Einerseits ist hier noch die 91. Note. Andererseits hängt da eine Orange. Und ich weiß nicht, ob der Champi eine Orange will. Anscheinend. Hä? Du kannst Orange zurückgeben. Orange sind lecker! Das ist ja die Frage. Ja, er will tatsächlich. Chimpi liebt Orangen. Chimpi wird dicken Bär und lustigen Vogel helfen. Ah. Okay, dann passt's ja. Da haben wir direkt noch ein Puzzleteil. Perfekt. Nummer 7. Und das erklärt so einiges. Okay, habe ich jetzt überhaupt nicht 3 Minuten für gebraucht, ne? Nein, ich habe natürlich einen Cut jetzt reingesetzt für euch. Wäre sonst ein bisschen langweilig. So, bevor wir in den Maulwurfshügel gucken, möchte ich mal sehen, was da oben noch ist. Vielleicht noch ein Puzzleteil? Nein, aber der fehlt Mumbus-Schädel. Wir brauchen 5. Und die waren Overworld-Puzzleteile, oder? Ja, tatsächlich. War ich doch nicht mehr so falsch. Ja, ich weiß wieder einiges vom Spiel. Kommt halt davon, wenn man eine Nacht drüber schläft. Bäh. Wieder runtergefallen. Wird echt lustig in den späteren Welten mit der Steuerung. Hm, eigentlich ja nicht. Sie ist schrecklich. Naja, wahrscheinlich für damals auch ganz gut. Es ist an der Zeit, dem Vögelchen zu zeigen, was man mit Eiern alles machen kann. Ich bin ganz Ohr, Ehrwürdiger. Halte den Z-Trigger gedrückt und dann den oberen C-Knopf, um beim Ei aus deinem Mund zu schießen. Klingt super. War das alles? Fast. Drücke den unteren C-Knopf, um ein Ei nach hinten abzufeuern. Autsch! Das hört sich schmerzhaft an. Hätte ich bloß nie gefragt. Mit dem 3D-Stick lässt sich Zielen einfacher machen. Insgesamt kann das Vögelchen bis zu 100 Eier tragen. Jetzt habt ihr gelernt, wie man Eier abschießt. Ich gebe euch noch 50 Eier, damit ihr ein wenig üben könnt. Dankeschön. Und einmal heilen. Danke. Also, Z-Trigger gedrückt halten, ist da vorne. Aha. Und so zielt man. Kann ich dich da vielleicht runterschießen? Haha. Aha. Es tun Konga weh, ja. Kann man. Muss man von der Mitte aus? Tatsächlich, macht absolut keinen Sinn. Naja. Konga, guter Werfer. Ja, kann man. Bär besiegt Konga. Konga gibt Preis an Bär. Ah. Und das nächste Puzzleteil. Numero 8. Fehlen nur noch 2 in dieser Welt und noch 9 Noten.
Das sollte doch machbar sein. So. Ein Mumbo-Schild fehlt noch. Hm. Aber... Boah, das jetzt können vor dem Haus von ihm... Kann man ja jetzt theoretisch den Totenfall füttern, ne? Ja, wir haben ja Eier. Jetzt sozusagen. So. Mal sehen. So. Okay. Ich mach nach vorne. Geht das nicht? Du hast doch Hunger gehabt. Doch, geht. Warum auch immer gerade nicht. Frag mich nicht. Das war eigentlich nur fehlgedrückt, aber die leere Honigfarbe natürlich auch gerne an mich. War eigentlich gar nicht geplant, die jetzt zu holen. Ich wusste gar nicht mehr, dass da eine war. Ja, schon wieder fehlgedrückt. So. Und das nächste Puzzleteil, perfekt. Fällt nur noch eins. Gah. Warte, wie kann ich darauf einen Stampfattacke machen? Ja. Tschüss. So. Fehlt nur noch ein Mumbo-Schädel. Wo könnte denn sein? Also ich werde das auch so machen, wenn ich das nach einiger Zeit nicht finde, dann mache ich einen Cut, aber ich suche jetzt erstmal ein bisschen live noch, ne? Hey Kleiner! In Tickers Turm sind Bären nicht erwünscht. Ist mir egal. Der muss ja fast hier sein, der letzte Schädel. So. Und ich habe fast gedacht, Mumbo hat das letzte Puzzleteil für uns. Was macht der denn dann? Es wird hier ein Tower wahrscheinlich oben eins sein. Aber wo? Hm? Mumbo? Sag mal. Ah, Benjo, viele Schädel haben. Stellen auf Totenschädel und dann B drücken. Mumbo macht Zauber. Wie Kupferfeld. Schalter und B. Ach, weil wir 5 Mumbo-Schädel haben. Ah! Der macht uns zur Ameise und die sind ja erwünscht in dem Haus. Ah, Mumbo machen kostenlose Rückverwandlung. Komm wieder, wenn fertig. Okay. Gut, Zauber für das erste Mal. Ah, das erklärt dann auch, warum wir da gerade immer abgerutscht sind. Okay, dann passt es ja. Das ist wirklich ein bisschen verrückt, die Verwandlung. Aber okay. Was kann ich sonst noch so? Auf B? Nichts. Auf Z, L, R, nichts. Hi, wo hast du die coolen Shots her? Die muss ich haben. Ach, der Wear-Humor. Da oben sind noch Noten. Perfekt. Ich hoffe, dann haben wir alles in dieser Welt. Mal sehen. 9 Stück müssen wir noch finden. Gibst du mir deinen coolen Rucksack? Nein. Fuck, aufpassen. 97 Noten haben wir. Ich habe irgendwie gerade die leise Befürchtung, dass uns 3 Noten fehlen. Wäre natürlich nicht so schön. Oh mein Gott, ist das schwer. Ah ja. Trotzdem darf ich diese Viecher hier nicht berühren. Die Eier hole ich mir auf dem Rückweg dann noch. Und hier geht's raus. Die haben ein extra Leben.
muss nicht runterfallen. Und Puzzleteil Nummer 10 schnappen. Damit haben wir alle Puzzleteile in dieser Welt. Mal meinen Status auschecken. Und wir haben alles bis auf 3 Noten. Wo könnten die letzten 3 Noten noch sein? M. Genau. Ach, weißt du was, die beiden Eier lasse ich da jetzt liegen. Ist mir zu gefährlich. Wo die sein könnten, habe ich aber gerade auch keine Ahnung. Müssen wir mal suchen, aber ich habe nur noch 2 von 6 Leben. Das ist mir dann doch ein bisschen risky. Ich würde dann ganz gerne noch erhöhen, aber ja. Da müssen wir wohl bis Welt 3 warten, weil es in jeder Welt nur 2 Veronich-Farben gibt. Schade. So, dann einmal zurückverwandeln, Mumbo. Dankeschön. B. Ja, danke, Mumbo. Jetzt ist die Frage, wo sind die letzten 3 Noten? Die müssen ja... Ach so, stimmt, ZL gedrückt halten. Beziehungsweise jetzt ZL. Ja, wo sind halt die letzten 3 Noten? Hier hinter vielleicht irgendwo versteckt? Nein. Ah, da sind sie. Da sind sie. Perfekt. 98, 99, 100. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus. Ja. Danke. Der kann ja doch halbwegs was. So, nochmal kurz einmal gucken. Alle Jinjos haben wir. Mumbo-Schädel auch. Spibble Mountain, nein. Guantis Reich gibt es auch 10 Noten. Und hier haben wir dann wohl alles. Perfekt. Dann können wir doch in dieser Welt eigentlich nichts mehr finden und können die verlassen. Sehr schön. Sehr gut, dann haben wir Mumbo's Mountain zu 100% gelöst. Grundhilda hat euch darauf gehindert. Blablabla, 100 Noten als Bestleitung gespeichert. Versucht alle 100 Noten jeder Welt zu sammeln. Ihr braucht die Noten, um weitere Türen zu öffnen. Okay. Und da oben war ein Puzzleteil, hä? Was? Geöffnet ist die Tür zur Welt. Habt ihr Angst und Hass bestellt? Nein, eigentlich nicht, Grunty. Aber jetzt mal ernsthaft die Frage, wie komme ich dann hoch, wenn ich am Tugepack laufen nicht hoch darf? Rechts, Kazooie. Na, vielleicht kriegen wir es hin. Es ist jedenfalls scheiße zu erreichen. Na komm. Armin Goy. Meine Fresse, wie kommt man da hin? Ich versuch's weiter und mach kurz einen Cut. Keine Ahnung, wie man da hochkommen soll. Fragt mich nicht. Ich werde es dann später nochmal versuchen oder mir auf Cam halt eine andere Lösung überlegen. Und vielleicht brauchen wir auch einen Move von Bottles, die wir noch einfach nicht haben. Mal sehen. Und mit dem Huckepacklauf kommen wir jetzt hier hoch. Sehr schön. Dach, Bottles. Diese Tür hat Grundhilda mit einem Musikzauber versiegelt. Mach sie auf, Opa.
Sei nicht so frech, um die Tür zu öffnen, müsst ihr in den Welten die Musiknoten einsammeln. Wie viele brauchen wir? Die Zahl auf der Tür gibt die Stärke des Zaubers an. Um den Zauber zu brechen, müsst ihr mindestens so viele Noten sammeln, wie dort angezeigt werden. Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Bla bla bla. 50 Noten haben wir. Insgesamt 100. Perfekt, da kommen wir ja schon weiter. Willkommen im Jammertal. Jetzt beginnt die pure Qual. Wer ist das denn? Hallo, meine Helden. Ich bin Brenntilda, Grunthildas jüngere Schwester. Ich möchte euch helfen. Es wird Zeit, dass ihr der alten Schachtel eine Lektion erteilt. Ich weiß alles über Grunthilda und werde euch bei jedem Treffen drei ihrer miesen Geheimnisse verraten. Vergesst meine Hinweise bloß nicht, denn ihr werdet sie noch brauchen. Drückt B, wenn ihr etwas über Grunthilda hören wollt. Dann sag mal was. Grunthilda putzt ihre Zähne mit Fledermaushaut. Ihr bietet mir die Stirn. Euch fehlt dazu das Hirn. Diese Reime. Ihr Haar wäscht sie mit Fledermausköcheln. Das möchte ich nicht wissen. Ihre Kleidung holt sie aus der Mülltonne. Okay. Möchte ich eigentlich nicht wissen. Und wir brauchen echt nur zwei Puzzleteile, um die Treasure Dwarf-Kopf freizuschalten. Halt die Klappe, Bortles. Bla bla bla. Kann noch mehr entnehmen? Nein. So, ich will aber die Welt freischalten, logischerweise. So. Wir haben uns noch 8 Puzzleteile übrig. Treasure Trove Cove. Steht ja unten schon. So. Wo ist denn hier die Tür zur nächsten entsprechenden Welt? Was bist du denn für ein herzliches Vieh? Tschüss. Hier geht's weiter. Und zwar. Zu irgendwas anderem. Okay. Ah, und ich wollte eigentlich nur wissen, wie viele Noten man braucht. 180. Ohne weitere Noten ist der Durchgang streng verboten. So, was haben wir denn noch in diesem Abflussrohr hier? Da geht's nicht weiter, hier geht's aber hoch. Hier haben wir noch so einen weiteren Rattler. Und... Ah, der magische Kessel ist aktiviert. Finde zwei gleiche Farben, um eine Abkürzung zu schaffen. Ah, praktisch. Ist das, gehört der nicht eigentlich zu Grunthilda, der Kessel? Hier haben wir Mumbo-Schädel. Also lohnt sich wirklich, die Overworld abzusuchen. Hier geht's halt nicht weiter. Okay, jetzt haben wir den Kessel hier. Pascha. Und mich interessiert gerade mehr die Overworld, anstatt jetzt noch in dem Part hier mit der zweiten Welt anzufangen, weil das finde ich wirklich Blödsinn dann. Hier haben wir noch Sachen. Eier. Und noch ein Durchgang. Der führt zum weiteren Bild. Aha. Zu Click-Clock Woods und hier braucht man 15 Puzzleteile. Oh mein Gott. Das wird spaßig. Ah, da haben wir noch eine Brenntilda. Hallo. Der Lieblingsgeruch
der alten Wanzfratze ist stinkender Schwefel. Laber ruhig. In der Hexenschule war ihr Spitzname Warzenkopf. Hatten wir schon. Und der dritte war, man behauptet auch, ihre Lieblingsfarbe sei Speigrün. Okay. Das sollte ich mir alles dann merken. Haben wir noch ein Secret? Nein. Doch, ein One-Up. Okay. Also merken, hier sind die Click-Clock-Woods. Und das war's eigentlich. Nee. Da wird Click-Clock-Woods wahrscheinlich die dritte Welt darstellen. Wobei ich mich erinnern kann, in Dom Tennis Let's Play war Click-Clock-Woods auch eine der letzten Welten. Egal. Ist halt nicht so gebunden von der Reihenfolge her wahrscheinlich. Ihr zittert ja wie ein Espenlaub. Macht euch besser aus dem Staub. Nee, lass mal gut sein. So. Dann gehe ich jetzt noch einmal hier reingucken, was das ist. Und dann wieder zurück. Ach, ging's rein. Zur Treasure Trove Cove. Okay, dann passt's ja. Was ist da oben? Steuerung. Steuerung ist da. Hier haben wir eine Heal Station und Kanonen. Okay, passt's doch. Ja. Dann geht's im nächsten Part dann los mit der Treasure Trove Cove. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Verpasst nichts. Like, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Part. Let's play Banjo-Kazooie. Ciao. Klingel natürlich zum Abschluss. Nice.